So, liebe Leute, welcome back. Was ich gerade gelesen habe in den Social-Media-Geschichten da, der Nationaltrainer ist stinksauer. Er sucht nach Alternativen, vor allem junge Spieler. Real Gas Walker und Alex Hunter wohl im Fokus. Aber der Robert Bunsen ist auch nicht schlecht. Jetzt geht sich auch mal weiter. Ich will es nochmal sehen. Moment. Robert Bunsen, so zum Ausschneiden und an die Wand hängen. 2-0 gegen Tottenham. Alex Hunter, Trikot ist gekauft. Anzeige ist raus. Sau gut. Auf geht's. Wieder Trainingstag Standards. Sehr cool. So. Wer ist bereit für ein bisschen Training? Komm schon, fangen wir an. Alles klar. Elfmeter-Timing. Ach, da war ich auch so schlecht zuletzt. Also online, Saisonmodus oder Ultimate-Team-Modus. Richtig, richtig grottig. Dann haben wir das was hier. Ja, das meine ich. Ich habe irgendwie den Fokus verloren hier, wie das geht. Da zu niedrig. Ich sag nichts dazu. Zu hoch? Naja, es war schon gut geschossen. Also es war schon perfekt eigentlich geschossen. Sehr gut. Oh, jetzt ist es zu doll, ne? Nee, passt. Kann man sich echt verschätzen. Höher muss ich, höher. Na. Ja, muss ich denn da drauf klickern? So? Ah ja, doch schon ein bisschen mehr Kraft. Frage ist, ist es im Spiel genauso? Oh, jetzt wieder. Er hat's wieder verkackt. Aber die Flasche. Yeah! Ich sag ja, das ist echt nicht einfach, finde ich. So, war das jetzt? Guck ich mal, dass ich hier auch richtig oben reinzimmer, das olle Ding. Zack. Jawohl, das war gut. Ja, wieder. Oh, das ist so blöd gemacht mit diesem... Du drückst drauf, aber er hat es noch gar nicht ausgewählt. Jetzt. Wieder. Der Balken kommt gar nicht. Ich drücke wie ein Irrer, aber der Balken kommt nicht. Nicht zum Aufladen. Oh, jetzt habe ich... Hä? Ich habe doch gar nicht geschossen. Komm, jetzt kommt kein Balken mehr zum Aufladen. Immer das Gleiche passiert jetzt. Kann machen, was ich will. Komm, kein. Ich drücke auf den Schießen-Knopf, aber es passiert nichts. Ich kann nur noch oben drücken und dann passiert sowas hier. Das ist ein bisschen bescheuert gemacht. Jetzt kommt er wieder. Ah. Na super. Jetzt, komisch. Ist komplett aufgehangen eben. Probiere ich ja nochmal, ne? Jetzt kommt wieder keiner. Ne, leck mich am Arsch mit deinem scheiß Elfmeter-Ding hier. Kannst behalten. Das ist irgendwie buggy. Wie gesagt, es kommt nicht immer dieser Balken zum Aufladen des Schussknopfes. Jetzt kommt er wieder, ja. Hab ich doch gar nicht getroffen oben, das Ding. Naja. Wieder keiner. Doch, jetzt. Ah, jetzt war ein kleiner da. Ja. Könnt ihr behalten. Tschüss. Was ein Quatsch. Das ist ärgerlich, wenn das nicht so richtig funktioniert. Aber ich habe jetzt, zu wenig Geduld, mit da jetzt nochmal das Ganze zu machen. Wenn der Scheiß so buggy ist, Alter. will ich lieber Fußball spielen. Ich brauche nicht trainieren. So. Manchester, Leute. Da bin ich ja mal gespannt. Morgan Keefe. Hunter ist eine Wucht am Ball. Der muss immer in die Startelf, sonst verlieren wir. Harry Kane. Spieltage sind die schönsten Tage. Schwere Aufgabe heute gegen Manu. Aber da müssen wir durch. Alles klar. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie. Freuen Sie sich mit uns auf ein tolles Fußballspiel. Und heute heißt es also Middlesbrough gegen Manchester United. Alles klar. Auf geht's, kommt. Auf geht's. Bei Man United zu sprechen, Buschi. Wer ist wieder Heimspiel, cool. Wer ist der beste Torschütze bei United aller Zeiten? Die meisten Tore hat Sir Bobby Charlton gemacht. 249 Mal traf er. Ach, Charlton war bei United? Okay, cool. Geht schon los. Logisch, Ryan Giggs. Okay, nix. 963 Spiele
hat der Waliser für den Club absolviert. 963 Gigs, ehrlich? Krank. Shaw. Ball draußen, wird Einwurf geben. Na, Luke Shaw ist ja auch ein Megatalent. Ne? Aber irgendwie machen die nichts draus, ne? Auch mit Mourinho nicht. Die hängen ja schon wieder irgendwo im Niemandsland rum. Auch letztens, glaube ich, gerade in Istanbul verloren, ne? Champions League, Europa League. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Er hat einfach kein Tempo, Alter. Ist unglaublich. Nun Ibrahimovic. Manchester United greift an. Guter Einsatz, er hat den Ball. Philipp Bernard. Unnötig weit gelaufen. Jane. Ist auch richtig eng hier. Kommt da was oder kommt da nichts? Alex Hunter. Bitteschön. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Und weg ist die Pille. Das gibt Einwurf. Und jetzt Hunter mit dem Ball. Da oben ist doch schön Platz. Da, guck mal. Fabio. Mach was draus. Das war sehr gut. Das ist ein Dribbelkünstler, sag ich euch. Meine Güte. Das ist auch ein richtiger Zauberer, ey. Hogwarts. Hogwarts-Schule. für Fußballtricks. Schuss! Und da ist er. Oh! Die kriegen es nicht rein. Die kriegen es nicht rein. Herrlich, herrlich. Nochmal. Nochmal, jetzt. Schneider den. Komm schon. Und nochmal. Wie düsig. Ja, was ist, Alter? Alter Kackwurststift. Charles Manu. Jawohl. Faustet den Ball weg. Boah, heiß. Mach was draus. Und. Oh, das war doch nix, Junge. Carrick. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die. Sieht gut aus. Mit diesem Laserschwert schreibt er was auf. Komm schon. Der Krieg, der ist so blöd, der Ibrahimovic. Habt ihr das gesehen? Aber doch perfekte. Den würde er doch hundertprozentig machen. Unter normalen Umständen. 100 Pro. Vorsicht. Gut gemacht. Weg ist die Pille wieder. Danke. Bernard. Kommen nicht vorbei. Fabio. Abseits, wir haben Abseits. Ist halt echt eng hier. Oh, das war natürlich ein Pass des Jahrhunderts. Jetzt, wer ist das jetzt? Mkhitaryan, pass mal auf jetzt. Oh. Alter, ist das realistisch hier, mein lieber Schieber? Ich bin wirklich so scheiße wegen Real Life. Nimm doch mal oben ein bisschen was mit. Was macht ihr denn da? Oh. Auch nicht so prickelnd, ne? Oh, jetzt hier. Warte auf. Martial. 70 Millionen, Mann. Und Martial. Oh, ja, aufs Tor, ne? Der war nicht so schlecht. Der hätte gepasst. Guck mal. Krass. Okay. Aber sehr, sehr gut gehalten. Ramirez. Na, geht da noch was? Fischer. Philipp Bernard am Ball. Kane. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Oh, fuck. Abseits von Hunter. Wieso das denn? Was das war da? War doch hinter dem Mann. Ah jo, ah ja, 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 ja. Alles gut. Alles gut. Nichts gesagt. Hab nichts gesagt. Shaw. Ibrahimovic. Schade. Super, Ibrahimovic ist der. Der schlechteste Spieler der Premier League, glaube ich. Hier, zumindest in FIFA. Und die Gitarre, der hat es auch nicht so richtig raus. Guck mal, wieder Ball verloren. Ah, da war eben kurzes Zeitfenster offen. Das könnte die
Chance werden. Boah, hört mal auf zu tricksen, ihr Spinner. De Gea. Und jetzt hat Ibra wieder gefoult, hä? Alter Fauler. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Vorteil und Möglichkeit. Freistoß. Und jetzt kann er den Ball reinbringen. Baragan. Steiges Spiel, gute Idee. Lass mich doch mal los, Mann. Fischer. Jawohl, schön. Schießt er ihn rein. Boah, Jungs. Gut. So, naja. Jetzt ist erstmal Pause. Steht hier noch 0 zu 0. Oh, er ist sauer. Oder was? Ob ihr ein Team in der zweiten Hälfte. Der trainiert, ne? Habt ihr die Oberärme gesehen? So, auf geht's. Das war jetzt auch nicht so prickelnd. Ich weiß, aber was willst du machen? Ein Wechsel jetzt. Oh, hier, Pogba. Er freut sich jetzt. Geht los. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Philipp Werner. Boah, die Pässe. Das wird gefährlich werden. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Er macht das Spiel schnell. Das Abspiel hier. Ah, shit. Den spielt er gut. Was? Was ist mit ihm denn los? Was mit ihm denn hier? Ultimate Cage Fight oder was? Oh, wie er mich da umgemäht hat. Gefährlich werden. Gute Freistoßmöglichkeit. Und gelb gibt's auch noch. Richtig. Kann ich doch mal die Wiederholung sehen? Das war natürlich mit viel Risiko. Oh, warum macht er denn jetzt weiter? Das war ich gar nicht. Kein Vertun, der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Oh, hätte mich machen lassen machen sollen. Lassen machen sollen. Was ein Dreck. Der Schuss sah zunächst so aus, als könnte er reingehen. Nee, so sah der Schuss überhaupt nicht aus. Viel hat er nicht gefehlt, vielleicht ja beim nächsten Mal. Ja, der liegende Ball sah so aus, als ob er reingehen könnte, auch nicht der Schuss. Oh, jetzt Ibra wieder. Best in Slot, sag ich mal, ne? Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Der grottig. Hier gibt's jetzt einen Wechsel bei Man United. Hoppala. Philipp Werner. Ramirez. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Oh, da war ich dran. Heimer gefordert jetzt eben die Pille. Komm schon, komm schon. Komm nicht hinterher, komm nicht hinterher. Da kann ich mich dumm und dämlich laufen. Guck, da komme ich nicht hinterher, auch wenn er stoppt. Oh. Wir müssen am Schwitzen. Bisschen Action. So. Hier. Leo! Mann! Schneller! Brumm, brumm, brumm. Na. Oh, Scheiße! Mensch! Und Mkhitaryan. Das war nix. Menno! Oh. Sehr guter Einsatz! Downing. Kane. Komm schon. Komm schon, Jungs. Fabio. Leo. Oh. Leo. Mit mir frei, jetzt kann der Pass kommen. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Sie lassen. Macht er ihn. Tor. Alexander. Oh. Treffer sind sie vorne, unglaublich.
Sterling. Wer hätte das gedacht? Du? Nein, ich glaube keiner. Wahrscheinlich sie selbst noch nicht mal. Jetzt heißt es aber vor allem eins, Ruhe bewahren. Ja, schön. Schön, Pogba. Guck mal, wie er hinfällt. Der Blindfisch kriegt gar nichts auf die Kette. Ja, heul doch, heul doch. Kotzt. Oh, er ist auch in einem Schwitzen hier. Habe ich irgendwas abgeliefert, hä? Mussten wir also bis zur zweiten Hälfte warten. Aber jetzt fällt endlich der erste Treffer. Und was für ein Kracher. Eric Bertrand Bailly. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Schneider Lang jetzt. Fairer Einsatz hier. Philipp Bernard. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Shit. Ball draußen wird Einwurf geben. Jetzt vielleicht mehr Alexander. Bin hier um. Leo. Philipp Bernard. Und wieder raus. Oh nee, Jungs, ehrlich. Oh, Gottes Willen. Da kommt denn jetzt noch. Da kommt denn jetzt. Gallo. Joaquin Gallo. Pogba. Hat den gleichen Trainer wie Ibrahimovic. Kann auch nichts werden, glaube ich. Ibrahimovic. Sag bloß nichts. Egal, was man von Zlatan Ibrahimovic halten mag. Ja. Langweilig wird es mit dem Schweden. Das stimmt. Entertainment pur. In diesen Zeiten von vielen aalglatten und nichtssagenden Interviews. Das ist doch eine willkommene Ausnahme. Der ist immer für einen Spruch gut. Und ganz besonders ja dann, wenn es um seine eigenen Fähigkeiten geht. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das kann man wohl sagen. Wohl. Schade. Völlig offen hier der Ausgang der Partie. Die Idee war gut von mir, da schön auf dem Flügel habe ich auch nicht Platz gemacht oder Platz gehabt. Ich sag jetzt hier Bailey. Heiß. Martial. Ich glaube, an Martial ist das alles so ein bisschen angelehnt, oder? Kann das sein? Das ist so. Hab das Gefühl, dass der Alexander so ein verkappter Martial sein soll. Dieser Pass, Alter, dieser Pass! Schieß doch nicht gleich! Der Pass war Weltklasse. Nugent. Aber der Schuss war auch nicht so schlecht. Schade. Und jetzt Hunter mit dem Ball. Los, drauf da, Jungs, drauf da. Es gibt 3 Minuten oben da. Jawohl. Drauf da. Pogba jetzt. Ich will noch ein Tor. Oh, jetzt Ibrahimovic, jetzt kommt's. Wahrscheinlich letzten Angriff zum und Pogba auch wieder Ball weg. Das Who is Who, ne? Die geben sich hier echt den Riss. Pogba am Ball. Alles klar. Das Spiel ist aus. Es bleibt bei. Machen wir gleich weiter. Aber das Tor war schön. Ja, mittlerweile schon ganz weit vorn. Das war auch gut hier. Da war eine gute Chance mit dem Martial. Stimmt. Habe ich ganz versäumt. Loben zu erwähnen. Was habe ich gekriegt? Eine 8,2. Ist doch ordentlich. Ist doch in Ordnung. Ach, schönes Tor auch. Ach, die haben jetzt gerade. Guck mal, die haben gerade vor kurzem noch 2-2 gegen City gespielt am 14. März. Die hatten jetzt 2 Spiele in 3 Tagen. Ja, oh, ist dann auch ein ordentliches Programm, ne? Kein Wunder, dass die so schwach waren heute. Alex, wie fühlt es sich an, das Siegertor zu schießen? Unter Druck spiele ich am besten. Der Boss hatte die perfekte Taktik. Der Sieg ist die Hauptsache. Zack. Ich denke, der Coach hatte die perfekte Taktik. Man darf nicht in Panik verfallen, wenn es nicht sofort klappt. Aber wir sind ruhig geblieben und haben dem vertraut, was wir tun. Also, Alex, Spieler des Tages. Ein besonderer Tag für Sie? Oder ein Tag wie jeder andere? Ich mache nur meinen Job, immer schön Anerkennung zu finden. Freut mich, ein Teil des Ganzen zu sein. Machen wir das hier. Karen, das ist mein Job. Man kann sagen, der Rasen ist mein Büro. Wenn ich zur Arbeit gehe, dann um zu gewinnen, um der Beste zu sein. Solche Awards gehören zum Job. Ich denke bereits ans nächste Spiel.
Alex, Sie haben sich den Sieg geholt. Ihre Meinung zu diesem Dreier? Jetzt kommt wieder was. Ich mach wieder was, was kaputt ist hier. Ich will meinem Team immer zum Sieg verhelfen. Jetzt geht los. Ja, meine Spielweise ist es immer, den Sieg für die Mannschaft zu holen. So habe ich schon in der Jugend und in der Akademie gespielt. Heute auch wieder. Ja, und dabei ist ja der Sieg rausgesprungen. Freut mich, dass der Boss mein Potenzial erkannt hat. Das war's, Alex. Sehr gern. Ich mach dir mal richtig aggro jetzt in den nächsten Folgen. So richtig arrogant. Richtig düsig. So, 200 Pfund gab's dafür bloß. Das war Siegtor gegen Man United. Da kann schon mal 1 Million fließen eigentlich, oder? Da kommen die Follower. So. Warum wird der Attributzuwachs nicht angezeigt? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, was gibt's wieder? Trainingstag. Nächste Folge. Bis dann. Ciao, liebe Leute.